heute üben wir den Beruf Friseur aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es hinbekomme. Hamid, ja. Du musst mir heute auf jeden Fall helfen, okay? Ja, Übergang und so. Was kann ich für dich tun? Einmal Haare schneiden. Haare schneiden? Ja. Was geht ab, Digga? Friseur oder was? Du willst heute bei mir Haare schneiden? Bei dir Haare schneiden. Okay. Wann klären wir das mit der Versicherung? Was denn? Für meine Haare. Ich glaube, mein kleiner Bruder wird mich heute anzeigen. Jojojo, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf SKK, Leute. Und ihr habt schon im Titel gesehen, heute bin ich ein Tag lang Friseur, meine Freunde. Da das letzte Video, ein Tag lang Dönermann, extrem gut bei euch angekommen ist und ihr noch weitere Folgen sehen wolltet, dachte ich mir, heute üben wir den Beruf Friseur aus, Leute. Und das machen wir heute im SKK Barbershop, Leute. Wo denn auch sonst? Auf jeden Fall ziehe ich mir gleich meine Arbeitskleidung an und gehe direkt an die Arbeit. Ich werde heute auf jeden Fall den einen oder anderen Kopf schneiden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es hinbekomme. Ich werde mir auf jeden Fall auch Hilfe von den Mitarbeitern holen, weil Haare schneiden ist nicht gerade einfach, Leute. Und bevor wir jetzt dazu kommen, möchte ich noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Und zwar haben wir ja von einem SKZember gesprochen, von jeden Tag ein Video im Dezember. Und das wollen wir auch machen. Aber, meine Freunde, wir werden nicht jeden Tag ein Video machen, sondern jeden zweiten Tag. Jeder zweite Tag kommt ein Video, aber über einen ganzen Monat hinlang. Also nicht bis zum 24., sondern bis zum 31., also vom 1. bis zum 31.12. kommt jeden zweiten Tag ein mega geiles Video auf SKK Online. Wieso wir nicht jeden Tag gemacht haben, das kann ich euch auch ganz einfach erklären. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir arbeiten gerade an einem sehr krassen Projekt, was sehr, sehr viel Zeit kostet, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall zeitnah von diesem Projekt auch miterfahren. Dieses Projekt gibt es in Deutschland gar nicht. Dieses Projekt, Leute, wird was ganz, ganz Neues auf dem Markt sein. Leute, ich sag euch auf jeden Fall, das ist Next Level Shit und Next Level Shit erfordert viel Zeit. Dementsprechend schaffen wir es leider nicht, jeden Tag ein Video zu ballern, aber dafür jeden zweiten Tag und das über den ganzen Monat. Freut euch auf jeden Fall drauf, Leute, weil es wird richtig, richtig nice. Jetzt erstmal zum eigentlichen Thema des Videos. Ich bin hier gerade vor unserem Laden hier, den besten Friseursalon in ganz NRW. Ihr wisst Bescheid, Leute. SKK Barbershop. Hier seht ihr es nochmal. Ist so ein schönes Schild. Und hier werden wir heute Haare schneiden. Was mich auch auf jeden Fall sehr, sehr gefreut hat, ist, dass nach unserem Barbershop Roomtour Video sehr, sehr viele unsere Google-Rezensionen auf 5 Sterne bewertet haben. Dankeschön dafür. Gebt alle auf Google SKK Barbershop ein und lasst eine miese 5-Sterne-Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und zeigt mal den Leuten, wer eigentlich SKK ist, Leute. Ich schlüpfe jetzt in meine Arbeitskleidung und jetzt geht's an die Arbeit. Let's go. So, meine Damen und Herren, das hier ist meine Arbeitskleidung, Leute. Hier einmal schön zu sehen, das SKK Barbershop-Logo. Sehr, sehr schön gemacht, sind 2019. Leute, und hier einmal mein Name, Leute, damit die Kunden wissen, auf jeden Fall, mit wem sie es hier zu tun haben. Und Leute, hier nochmal schön das SKK Barbershop-Logo, Leute, so wie es sein muss. Ja, Leute, auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich mich heute anstellen werde. Ist kein einfacher Beruf. Ich sehe das ja auf jeden Fall auch bei den Mitarbeitern. Ich habe mir bewusst heute einen Tag ausgewählt, wo weniger los ist, damit wir hier in Ruhe drehen können. Und Leute, ich zeige euch heute mal, wer mir heute zur Seite stehen will. Deswegen macht alle einen fetten Applaus für Hamid! Hamid, was geht ab? Hamid, ja. Du musst mir heute auf jeden Fall helfen, okay? Was für Hilfe? Ja, Übergang und so. Okay, mein Kunden, dann gehe ich nach Hause 2-3 Stunden schlafen, dann komme ich wieder. Nein, aber dann verkacke ich doch. Ja, okay, du hilfst mir heute. Ja, ja. Okay? Ja. Also ich kann mich auf deine Hilfe verlassen heute. Ja, klar, Mann. Perfekt, bester Mann. Leute, auf jeden Fall, mit dem mache ich hier nichts falsch. Und unser anderer Spezialist macht alle einen fetten Applaus für Sozda! Sozda, was geht da, was klar? Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal auf den ersten. So macht man Werbung, Digga, die haben gelernt. Hi. Moin. Hallo. Was geht, alles klar? Ja, bei dir? Auch. Was kann ich für dich tun? Einmal Haare schneiden. Haare schneiden? Ja. Du willst heute bei mir Haare schneiden? Bei dir Haare schneiden. Okay. Und du bist nicht zufällig der Cousin von Habebohn. Ich habe dich nicht zufällig hier hingerufen. Sag nein, nein. Nein. Okay, perfekt. Dann komm, schneiden wir einmal deine Haare fertig, ne? Komm. Gehst du einmal hier runter, ne? Machen wir fertig. Wir haben jetzt hier unseren nächsten Kunden hier. Und zwar handelt es sich hier um meinen kleinen Bruder. Warte, aber das muss so dran gemacht sein, ne? Beide Seiten hier, ne? Ach so, ja, ja, genau. Und die Kippen. Ja. Sofort. Ja, ich wusste das. Ich wollte dich nur testen. Etzi, ich habe dich nicht hier hingezwungen, oder? Hast du mir das dafür gegeben? Was denn? Sag das doch nicht so laut! Was hast du bekommen? 12.000 FIFA-Points. Ja, so kriegt man seine Kunden. Weißt du, was ich meine? 12.000 FIFA-Points. Willst du nicht meine Haare auch schneiden? So, das Coole beim SKK Barbershop ist, du kannst auch hier deine Hände rausmachen, falls du irgendwie ans Handy gehen willst oder so. Seiten auf Null, oder? Normal. Oh, entspann dich mal, Digga. Warum bist du so links? Genau. Ja, Junge.
Was geht ab, Digga? Friseur oder was? Das sieht doch fein aus. Ja, natürlich, Junge. Was denkst du denn? Bester Friseur der ganzen Welt, Digga. Wann klären wir das mit der Versicherung? Was denn? Für meine Haare. Nein, mach dir kein... Ey, du brauchst keine Versicherung. Ich mach dir das perfekt, Digga. Guck mal, ne? Erstmal so eine schöne gerade Linie ziehen hier, ne? Machen wir erstmal hier komplett alles weg hier, ne? So, meine Freunde. Ja, das ist mein erster Haarschnitt hier im SKK Barbershop, glaubst du mir? Wow! Leute, das erfordert eine heftige Konzentration. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ihr bekommt hier 30 Köpfe am Tag, verschiedene Köpfe am Tag, Digga. Ey, wie macht ihr das? Das sind die 12.000 FIFA Points wert. Ey, guck mal, ey. Real talk jetzt, ne? Ich mach einen richtig guten Haarschnitt, Digga, ehrlich. Du machst das eigentlich ganz gut. Ja, so handgefühlmäßig. Ja, natürlich, Junge. Ich bin doch ausgelernter Friseur, Cousin. Ja, das macht schon Bock. Haarschnitt macht schon Bock. Nicht so was da? Friseur, Bruder. Mies aus, Junge. Übergang. Boah. Johnny Schrott, Johnny. Boah. Ey, ich bin doch noch nicht mal fertig, Digga. Ich meine, bis jetzt okay. Johnny Müll, Johnny. Ist okay, Bruder. Du machst das schon, Digga. Feinste Handtechnik. Warte. Darauf muss man am meisten achten. Warte. Aber kannst du auch mit der Schere umgehen? Ja, Junge, natürlich. Was denkst du denn? Ja, die Schere ist ganz wichtig, ne? Ich mach solche Tricks mit der Schere, Digga. Yo, das will ich sehen. Erstmal so den Vorschnitt, weil gleich muss ein mieser Übergang rein. Aber erstmal gehen wir mit der Nullmaschine. Also wir machen ihn jetzt komplett hier auf Null. Also nicht mit Messer, sondern hier mit diesem Trimmer hier, Bruder. Verstehst du? Oh, damit das so richtig... Oh, ja, genau. Ich höre das. Damit das... Man hört das. Du siehst auch echt glücklich aus. Muss ich einfach mal so sagen an dir, Bruder. Boah, krass. Digga, ich mach Hamudi auch heute... Ich mache Hamudi heute auch Waxing und so. Ich biete ihn heute das komplette alles Programm. Alles Waxing und so? Natürlich, Junge. Das ist ein Hallo, ist mein Kunde, Digga. Mein Kunde muss fresh sein, Digga. Du bist richtig reingegangen da. Er wollte das so. Nein, du bist da rein. Nein, Digga, das ist auf beiden Seiten gleich. Guck doch. Nee, du hast ihn da ein fettes Loch gemacht. Was? Ey, hallo, hör auf, einen Angst zu machen, Mann. Ey. Nein, der labert scheiße jetzt. Er will dir nur Angst machen. Aber ich muss sagen, Digga, es macht heftig Spaß. Ja, ich schwöre, es macht heftig Spaß, Digga. Ich glaube, es macht auch richtig Spaß, wenn du am Ende siehst, wie gut du es gemacht hast, ja. Hallo, könnt ihr bitte ein bisschen ruhiger sein? Ich brauche Konzentration bei meiner Arbeit. Ja? Danke. Der schneidet richtig auf Null, ne? Ja, aber richtig. Der rasiert dir auch dein Gehirn weg, oder? Ja, also da kommt auf jeden Fall die Seite auf Kontostand, meine Freunde. Ja, so fühlt sich das auch jedes Mal an, wenn ich hier Haare schneiden bin. Ja, sieht ordentlich aus, das sieht ordentlich aus, das muss ich schon sagen. Wenn einer so ein bisschen langere Seiten hat, so. Ja. Er sagt nicht Seiten auf Kontostand, er sagt Seiten auf 450 Euro Basis. Seiten auf 450 Euro. Maschine immer sauber machen. Wenn ja, Maschine. So, ich brauche erstmal Pause, ne? Komm gleich wieder. Hab doch gesagt, 3 Stunden. Hey! Bist du denn der Friseur? Ja, ich will auch mal Haare schneiden. Echt? Ja, ja, setz du dich da auf die Dings, ne? Wartebereich, ne? Okay. Kommen wir gleich. Okay, mach ich gleich. Ja, perfekt. Machen wir gleich, ne? Ah, so, bist du bereit, weiter? Normal. So, weiter geht's, Junge. Hast du lange gewartet? Nee, nur eine Stunde, aber passt. Okay. Bester Friseur. Einmal ganz kurz hier den Profi bei der Arbeit zuschauen, wie ein Übergang aussehen sollte. Ja, das sieht fein aus. Und einmal ganz kurz hier. Boah, das ist nicht zu übertoppen, ehrlich. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Dachte, du kannst auch Stuhl hoch machen, ne? Wenn das so tief ist. Jo, bester Mann, Digga. Ich glaube, ich bin gewundert. Hier rauftreten. Ja, so leicht rauftreten. Ja. Boah, ist ja richtig Sport, Junge. Ja, Junge, so sehe ich doch viel... Ey, Junge, hätte ich mir das vorher gesagt, wäre ich schon längst fertig, Alter. Das ist der Blick, den du von einem Profifriseur erwartest. Diese Konzentration, diese... Das ist dieses, ich bin 100% bei der Sache und lass mich nicht ablenken. Ja, Mann. So ein Friseur will man doch haben. Also bis jetzt sieht das alles ganz in Ordnung. Also es sieht nicht schlecht aus, Digga, ne? Man merkt schon so... Also man sieht schon so, der Übergang kommt langsam, Digga. Das schmeckt. Ne, das kommt schon langsam. Also Hamudi, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja. Der Friseur macht das, Digga. Verstehst du? Ey, Digga, ich schwöre, wir gehen in die richtige Richtung. Ja, das sieht echt nicht schlecht aus. Da entwickelt sich schon was. So, meine Freunde, es sieht nicht schlecht aus, Digga. Ja, auf jeden Fall. Aus. So, sieht doch nicht schlecht aus. Oder, Hamid? Kann man damit arbeiten? Ja. Ist gut, ne? Ja, Seko, falls man mit der YouTube-Karriere irgendwann mal nicht klappt und mit der Musikkarriere, dann... Digga, ich sag dir, eine Friseur wäre auch ganz gut. Das ist echt nichts Einfaches. Mann, dein Bart einmal komplett hier auf Zero, ne? Ich glaube, mein kleiner Bruder wird mich heute anzeigen. Tja, mal, nach 20 Minuten, wie sieht das aus? Also, wenn die Kamera unscharf ist, sieht es eigentlich ganz okay aus. Der Job als Friseur... Ist schon nichts Einfaches, Digga. So, Hamudi, kommst du erstmal mit hier?
Ne? Setz dich erstmal hier auf den Platz. So, mein Junge, wie fühlst du dich? Ich kann mich nicht beschweren. Ja, ne? Könnte ich auch nicht an deiner Stelle. Ja, ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig. Ja. Zu krass, Digga. Ja, sieht aus wie so ein Pinselchen. Zeig mal, Digga, ich will das mal sehen. Zu krass. Warte, hier. Jo. So, jetzt kriegst du erstmal ein schönes Haaröl, Digga. So. Muss ich eigentlich für den Haarschnitt bezahlen? Für den Haarschnitt hier? Ja. Nein, der ist heute umsonst, Digga. Oh, ich wollte schon, wollt schon laufen. Was für ein netter Friseur! No. Hast schon gute Arbeit geleistet. Ja, du brauchst jetzt auch nicht lügen. Mein Kunde wird gerade hier fertig gemacht, weil ich habe mich ein bisschen an meine Hand verletzt. Deswegen ist ein bisschen... Gute Besserung. Dankeschön. Deswegen muss mein Kunde jetzt erstmal von meinen Arbeitskollegen hier fertig gemacht werden. Ich hätte es gerne selber gemacht, also so hätte ich es auch safe hinbekommen, 100%. Jo. Auf jeden Fall, bevor Ötzi mich jetzt nur noch anzeigt, wegen Körperverletzung. Ich sag euch ehrlich, so hätte ich es auch hinbekommen. Safe, sogar noch besser. Safe? Ja, 100%. Ja. Ey, das mache ich das erste Mal, ne? Ehrlich? Sieht fast richtig aus. So Leute, an der Stelle muss Ötzi hier bei unserem Friseur hier weitermachen, weil ich mir meinen Finger verletzt habe hier, Leute. Und dementsprechend kann ich leider nicht mehr weiter seine Haare schneiden. Deswegen, Ötzi, tut mir leid, aber jetzt musst du hier von Sosa hier weiter behandelt werden. Aber wie hältst du die Kamera? Wie schneidest du doch mit? Oh. So, gleich machen wir dir noch eine schöne Maske und dann gehst du schön frisch hier raus. Wie lange muss man das jetzt drauf lassen? Nicht lange, 1-2 Minuten. Sind doch schon vorbei. Digga, dann sind die Haare aber weg. Normalerweise machen wir es jetzt an den Ohren auch noch und so, aber da habe ich zu sehr Angst vor. Aber ich meine, das macht das. Mein Handgelenk macht das nicht mit, weißt du? Deswegen lieber nicht. So, jetzt. Du wurdest noch gerettet. Was sagst du dazu? Ich war dir ehrlich. Das tat schon ein bisschen mehr weh. Digga, das tat viel, viel mehr weh. Mach eins nach den anderen. Warte, warte. Mach das beide gleichzeitig. Ja, mach. Oh. Guck mal. Aber ich schwör's, geil. Ich ein paar Tagen essen. Geil, aber das wächst ja anscheinend schnell bei dir. Wie gesagt, ne, wäre mein Finger nicht gebrochen, würde ich das noch machen, aber egal. Der hat's auch hinbekommen. Ne, ganz wichtig, erstmal schön Aftershave drauf. Ey, Digga, ich schwöre, ich stelle mich doch voll gut an als Friseur, oder? Ja, ehrlich. Also, Retalk, Digga. Also, fürs erste Mal ist das gut. Am Ende bekommst du auch eine schöne Maske drauf, aber das wird gleich meine Arbeitskollegin bei dir machen. Arbeitskollegin, können Sie hier meinen Kunden einmal die Maske auftragen? Gerne. Super, danke schön. Ist das eigentlich dein Gips? Mein Gips? Ja. Oh. So, an der Stelle bekommt der liebe Hamoudi nochmal eine schöne Maske drauf. Hamoudi, ich habe für dich knapp 3 Stunden gebraucht. Ich habe jetzt schon Feierabend. Nächstes Mal geht schneller, ne? Jo. Kriegen wir hin. Das war's mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall... lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt unbedingt in die Kommentare rein, welchen Beruf ich als nächstes aussehen soll für euch. Auf jeden Fall, SKZember kommt jeden zweiten Tag im Dezember. Für den ganzen Monat bekommt ihr ein nagelneues Video auf SKK Online. Also, seid am Start. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die letzten Videos ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.